Hallihallo, Hallöle! Wir sollen den Strom zum Labor wiederherstellen, weil wir ja auch gestorben sind. Mal wieder, nichts Neues. Und wie gesagt, das Spiel ist mittlerweile so kackig schwer geworden, dass es nicht mehr feierlich. Ey, Flammenwerfermunition, geil. Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Jetzt können wir hier eigentlich nochmal alles mitnehmen. Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit Scheiße. Der Sebastopol. Keine Zeit. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Das war nicht so clever, glaube ich, was ich gerade mache. Kraftstoffleck registriert. Oh oh. Oh oh. So, jetzt hocken wir uns hier einmal schön ins Eckchen. Jetzt müssen wir das Teil da aktivieren. Wissen wir ja schon, wie das läuft? Ungefähr zumindest. Ha. Hier will ich mich aber gerade nochmal umschauen, weil wir müssen ja jetzt noch dieses Ding hacken. Das hatten wir in der letzten Folge verbasselt. Das muss leider sein, leider Gottes. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, jetzt hackt meine Maus hier rum. Das kann man ja gar nicht gebrauchen in so einer Situation. Wenn er noch die Maus rumhempelt. Okay, das ist der hier und... Ah, jetzt wird spannend. Nee, du bist es nicht. Hm, da wird es wohl der hier sein. Okay. Zugriff gewährt. Ich soll mich hier schnell verstecken. Ja, bitte weiten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Hm, ein interessanter Hinweis. Bin ich gerne beherzige. Die alte Zimtzige. Oh, hier ist ein toller Ausgang. Da komme ich ja nicht durch, ich muss komplett nochmal rum. Ach du Scheiße. Und am besten mache ich das durch die Lüftungsschicht, aber das war so unbeweglich, deswegen lasse ich das jetzt mal sein. Hi, Alter, wie geht's dir da unten? Lass ihn mal. Ey! Ach Gottchen, das war der. Und den haben wir aber diesmal nicht mehr getriggert. Bitte verhalten Sie sich ruhig. Ruhig verhalten. Witzig. Witzig, witzig. Der Ausgang wäre natürlich auch zu schön gewesen, um da zu sein. Okay, wir sollten doch den Schacht nehmen. Jetzt muss ich einmal hier kurz abwarten. Er ist sehr nah gerade. Beweg mich nicht. Den ohne blinkende Decke. Beim Angstsimulator 2014. So. Er ist da hinten drin verschwunden. Wir können also weiter. Steht jetzt auch alles offen. Was wir in der letzten Folge ja als problematisch zusammensuchen mussten, war mein Fehler. Das ist auch manchmal echt irritierend hier im Spiel. Ah, es ist leer. Was? Was hast du gemacht? Nein! Nein! Tun Sie mir das nicht an! Nee. Was für ein Bastard. Bereit für Schierkraftreserve. Oh mein Gott! Die Luftschleuse, komm mal gerade her! Ja, einfach direkt durchkommen. Und an Bord, mit an Bord ist natürlich auch unser Freund, Bexini. Exit, Exit, Luftschleuse kann ich gebrauchen gerade, wäre Scheiße. Nett. Normalisieren Sie den Druck der Luftschleuse. Schalter benutzen, zack. Luftschleusennormalisierung eingeleitet. Doch mega laut, oder? Es ist mega laut. Luftschleusennormalisierung zu 25% abgeschlossen. Ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch warten. Oh mein Gott. Luftschleusennormalisierung. Guck mal, wie er schön da guckt jetzt hier. Ach, guck mal. Alter, wie laut ist das Spiel auf einmal? Schlawiner. Kapuziner. Luftschleusennormalisierung zu 75% abgeschlossen. 75%, das höre ich gerne. Oh ne, ich muss ihn nicht wechseln. Da ist er doch dahinter. Bexini ist doch da.
Weißt du was, Tenu? Wenn du jetzt zu mir zu nahe kommst, wirst du weggebrannt, Xenomorph. Okay, yeah. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wow. Okay, Raumanzug, wäre nicht verkehrt. Nehmen wir das Ding mal an. Oh, es ging aber flott. Da war ich so auf die Ankleideszene gespannt. Alter. Unglaubliche Scheiße. Jetzt geht's aber ab hier. Ripley ist gebrochen nachher. Rein in die gute Stube. Ja, mach das Ding runter. Komm, du schaffst es. Sehr schön. Wenn jetzt das Alien weg ist, dann wäre alles cool. Oder? Ich glaube noch nicht wirklich dran. Die werden den Xeni so schnell nicht los. Das ist ein ganz, ganz treuer Geselle. Ein treuer Freund. Den man nicht als Freund haben will. Wie so ein Stalker, ja, ne? Dann dementsprechend. Umziehen. Ich weiß gar nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool so. Nee, lass was einfach an. Ah, ne, können wir nicht anlassen. Wir müssen uns umziehen. Wären wir uns ein bisschen laut und unbeweglich vielleicht, aber auch. Wäre vielleicht dann noch nicht so ratsam. Aber geile Szene, oder? Richtig geil. Also, das ist von Hallo? Mir auf jeden Fall. Hallo? Hört mich jemand? Ripley, sind Sie das? Ja, wait. Ich, Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert. Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Die Wut ist verständlich, die Ripley da hat. Irgendwie glaube ich noch nicht so richtig, dass das funktioniert hat. Die Verbesserung für die Ionenschneider habe ich bestimmt übersehen. Da werde ich immer wieder gehasst und gepeinigt. Ach, guck mal. Guck mal einer an. Wollen wir hier gerade mal schauen, was hier gibt. Boah, ey, Ruhe. Mal ein paar Momente Ruhe. Es ist doch... Könnte ein paar Folgen Ruhe vertragen. Mal ein bisschen Ruhe und Story wäre nicht schlecht. Weil das war jetzt so krass in den letzten Episoden. Ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, ey. Ich habe mir teilweise die Zähne ausgebissen. Das Spiel ist schon hart. Man muss halt immer die Strategien ummünzen. Und das finde ich aber wieder ganz cool. Oh, schönes Magazin. Hey! Beautygurus.de. Für das neue Fashion Starling. Ich mache jetzt auch Style Halls. Nee, natürlich nicht. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm. Also auch genau für die ganzen Leute, die irgendwie manche YouTuber dann als behindert empfinden, weil die irgendwie Fashion machen, finde ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ist doch eine coole Sache auch. Ja, ab und zu mal cool zu kleiden. Natürlich sind manche Sachen auch ein bisschen überzogen von manchen Personen. Aber meiste kann man. Habe ich absolutes Verständnis für, wenn sich dafür Leute interessieren. Beauty and Fashion Channels. Ist ja ein ganz großes Thema auch bei YouTube. Ganz, ganz großes Thema. So ein bisschen so wie, ja, Let's Plays kann man fast sagen. Ist auch ein großes Thema. Zufälligerweise. Schön, dass du gerade schaust hier. Let's Plays finde ich super. Ich freue mich auch immer, umso mehr es Let's Plays gibt, ist echt cool. Weil es so wächst und es gibt so viele Leute, die es mittlerweile machen. Und so viele coole Leute auch auf diesem. Also ist für jeden was dabei, glaube ich, mittlerweile. Und ich freue mich echt, dass so ein bisschen so auch so eine Gaming-Kultur sich dadurch gebildet hat, die es vorher gar nicht gab. Finde ich echt cool. Also, vielen Dank. Oh, jetzt renne ich einmal im Kreis, weil ich
gerade über das Let's Play und so nachgedacht habe. Naja, kann ja auch mal zwischendurch passieren. Da kann man mal im Kreis rennen. Was hab ich denn hier? Da. Was liegt denn da? Oh, eine schöne Matratze und eine Leuchtfackel. Komm, wo wir gerade mal Ruhe haben. Können wir hier mal gerade basteln. So, ein Geräuschmacher, nur damit wir wieder Platz haben und ein paar Items, die die Leute sich schon aufregen. Eine Rohrbombe ist natürlich auch Gold wert. Wir haben nur eine Sprengkapsel, leider Gottes. Aber zwei Molotow-Cocktails. Einmal Ethanol. Oh, wir könnten mal ein Medikit nehmen gerade. Wo wir gerade dabei sind, hey. Und rein mit dem guten Stück. Rein mit dem guten Medikit. Oh, ja, sieht auch hier. Alter, eine Pumpgun. Die ultra geil. Ultra geil. Muss er unbedingt jetzt speichern können. Eine Schlüsselkarte. Alter, wie cool sieht das denn bitte aus? Hammergeil. Evil Knievel Heiterkeit. Der hat schon bessere Tage gesehen, der Bursche. Hammer. Muss direkt mal einen Photoshop vormachen. Weil man ja auch immer Bilder für Thumbnails sucht und so. Okay. So, die Schlüsselkarte hätten wir. Und jetzt, müssen wir eigentlich da rein. Kommen wir aber nicht, weil... Aber mit der Schlüsselkarte kommen wir da rein. Sehr schön. Dann spazieren wir mal rein in die gute Stube. Warte mal. Ah, da ist auch ein Savepoint. Alles klar. Den habe ich gesucht. Ich wollte nämlich echt erstmal speichern, bevor ich jetzt hier wieder in der Leichenhalle ankomme. Kennen wir ja bereits die Gegend. Zurück auf der Sevastopol. Und wie oft ich schon Sevastolink lesen musste. Unfreiwilligerweise. Ah, wir müssen da runter. Kommen wir denn da durch einfach? Tatsächlich. So, erstmal die Taschenlampe neu aufladen. Oh. Ist da jemand? Ach nö. Wir sollten nicht hier sein. Ach nö. Komm jetzt hier, der blöde Pico. Oh ne, da will ich nicht. Wenn man sprintet und... Nein, das will ich auch nicht. So, das will ich. Da um die Ecke ist irgendwie ein Safe-Ding. Alles klar. Vielleicht können wir da eben hinhechten. So, wir müssen das erreichen, bevor der Typ kommt. Dann ist alles gut. Komm schon, beeil dich, du Arsch. Boah, es dauert manchmal echt penetrant lange. Ein Sicherheitsverstoß und kann nicht toleriert werden. So, der ist zum Glück ein Lahmarsch. Rennen hat Unfälle zur Folge. Ja, ist mir klar. Deswegen kannst du es nicht. So, wir müssen jetzt hier das Ding nehmen, oder? Komm. Ja, genau. Einmal hier rüber düsen. Was haben wir da noch? Ich werde dich einfangen. Adiosso, amigo. War schön mit dir. Ha, den sind wir schon mal entkommen. Aus freier Wildbahn, kann man sozusagen sagen. Ja, Bewegungsmelder ist ein bester Freund. Stimmt. Muss ich sagen, ich habe keinen besseren Freund als den Bewegungsmelder. Das ist ein ganz schön trauriges Leben, ne? Ich fühle mich auch die ganze Zeit isoliert. Und dann gibt's noch so komische Kreaturen. Ripley, Ricardo hier. Sie haben es geschafft. Nicht danke. Ach, was mache ich? Das ist ein skrupelloses Dreckschwein. War schon immer. Und oh mein Gott. Ich hab mich gerade einfach so, ich dachte, Schalter, gehst du mal drauf, klickst du mal hin. Alter, jetzt, ja. Oh, ich freue mich übrigens, da ist ja endlich dieser geile Schalter. Oh, ich muss schnell hoch. Und unbedingt noch Informationen sichern, die ich, das habe ich ja gerade eben gemacht. Mit welcher Ausrede könnte ich denn kommen? Na, die Pumpgun Hammer. Geil. Wollte jetzt nicht an dem direkt ausprobieren, weil ich spare mir lieber die Munition. Ripley, Ricardo, haben wir noch gar nicht geschafft. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Da ist jemand in der Küche. Um hier mal noch nicht zu rennen. Was zur Hölle ist das? Ich denke, das Alien ist weg. Haha. Das sind die schon wieder, ey. Die habe ich jetzt besonders Bock. Was war das? Vorsicht, Leute, das Gesicht kenne ich nicht. Sie sollten lieber Abstand halten. Hauen Sie ab! Ich bin's doch nur. Oh! Ich dachte, die wären vielleicht sogar ganz nice. Aber. Na, dann holt mich doch mal. Bin gespannt. Schießen die da durchs Gitter.
Aber vielleicht bin ich die so schon mal halbwegs los. Ich muss einen anderen Weg finden auf jeden Fall. Und die Karte hier kann ich auch mal mitnehmen eben gerade. Zack. Karte aktualisiert. Haustechnik. Komme ich da rechts rum? Durch diesen Schacht. Tür verschlossen. Na bestens. Hier wird es auch immer mehr gesprüht und geplündert. Nicht nur Unverschämter. Da plündern wir doch mal mit. Ja, hier will ich nicht nochmal rein, ne? Zufälligerweise. Flammenwerfer haben wir auch noch, den lade ich mir gerade nach. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Alien jetzt gar nicht mehr kommt, ehrlich gesagt. Da wage ich sehr zu bezweifeln. Ach, guck mal einen an. Schön, speichern. Hey, weißt du, wo, in den Sekunden, wo nicht viel passiert, da protzen sie mit Speicherpunkten. Aber wenn du dann hier voll in der Scheiße hängst, dann gibt's keinen. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Einmal kurz reinschauen in das gute Stück. Zack. Jedem das seine. Wir nehmen die Kiste. Oh, das sind teuer. Geil. Schönes Bild. Bin ich irgendwie knuffig gewesen, ne? Die Rumi mit dem kleinen Jungen. Hallo, da bin ich wieder. Hat das irgendwas mit dem Robot zu tun? Ja, ihr könnt mich aber auch nicht da rausholen. Mir schießt die ganze Zeit nur ins Gatter. Ja, ja, ihr verschwendet eure Muni. So, jetzt ist echt die Frage, wie komme ich denn da durch, wenn da verschlossen ist? Hallo? Hallo? Da komme ich auch nicht rein. Und man muss doch... Muss man das... Doch irgendwo aktivieren. Ob ich mit dem kleinen Robo-Ding da was machen kann? Mal probieren. Hallo? Kuckuck! Sieht nicht so aus, ich stehe nur unter Beschuss. Ah, kann ich... Doch, kann ich wohl. Sehr schön. Haha, geil. Hammer! Daran liegt's, das Bild hat mich drauf gebracht. Und jetzt machen wir das Ding auf. Perfektamente! Hey! Geilomat! Geilomat, kleiner Robomat. Also da reingefahren in die gute Stube. Zack. Hier ist ja auch immer Zufall, was da liegt in den Kisten. Ist immer zufällig. Rein zufällig, liebe Freunde. Ja, und ich würde sagen, hier machen wir ein kleines Päuschen. Für diese Episode mein kleines Verschnaufpäuschen. War ziemlich erfolgreich eigentlich alles. Wir sehen uns ja wieder in der nächsten Folge von Let's Play Alien Isolation.